Hallöchen, Hallöchen, heutiger Podcast. Adios Tonin, auf zur 7. One Million Mastermind. Was waren das für geile, wundervolle, erhabene, schöne, tolle Tage mit wundervollen, wertschätzenden, großartigen Teilnehmern, die auch sofort in die Umsetzung gehen. Und was mich hier besonders glücklich macht, wir haben die Geburtsstunde von drei neuen Podcasts. Ich habe die Teilnehmer der One Million Mastermind eingeladen zum Podcast-Seminar nach St. Moritz. Dort hat Henning Wels als der Schnellste das sofort umgesetzt. Er hat bereits schon 30 Folgen gedreht, also unglaublich cool. Und jetzt ist am Samstag der Podcast von der Frau von Henning, Dr. Meti von Mackert-Wels, an den Start gegangen. Absolut super genial. Dann am Sonntag den von Sven Mader und jetzt heute Nacht der von Oliver Scholl. Also drei so coole Podcasts am Start. Das ist natürlich absolut rekordverdächtig. Es geht im Leben immer darum, nicht rumzutrödeln oder zu sagen, ja, ich mache das mal in Ruhe, ich schaue es mir mal an, ich werde dann mal das angehen, sondern sofortige Umsetzung. Da gab es auch ein paar Teilnehmer, die wollen das dann in Ruhe machen, wobei ich eines sagen kann aus meiner Erfahrung, in Ruhe gibt es einfach nicht. Das ist absoluter Bullshit, weil wir werden für nichts Ruhe haben. Wir dürfen es klar, konkret, messbar, unmissverständlich planen, unmissverständlich umsetzen. Und da hat mir sehr, sehr der liebe Oliver Scholl imponiert. Er sagte am Samstagabend, wenn ich es jetzt nicht mache, dann habe ich die nächsten 4 Wochen keine Zeit und womöglich noch länger. Und genau das ist das Thema, ja. Er hat dann so lange daran gearbeitet, dass am Sonntag, dass er Sonntagnacht auf Montagnacht um 3:30 fertig war, ja. So, was heißt das für dich? Für dich heißt das nichts anderes als unendliches Durchhaltevermögen an den Tag legen. Das sind die wichtigsten entscheidenden Faktoren. Nicht warten und sagen, ja, ich mach's dann mal in Ruhe. Das ist so ein Blödsinn, in Ruhe. Was heißt schon in Ruhe? Wenn du es nicht planst, dann wird es auch nichts. Und da gibt es keine Ruhe. Oder ich mache noch das und das fertig und dann mache ich es. Das hören wir auch immer wieder. Auch das ist ein absoluter Bullshit. Denn das kennst du ja aus deinem eigenen Leben. Da kommt immer, immer wieder was dazwischen, ja? So, und wenn was dazwischen kommt, dann hast du keine Zeit, dann bist du voll und ganz gefordert. Also hast du wieder keine Zeit, die Dinge zu vollenden. Ich habe damals von dem ersten Moment, wo ich Podcast gelernt habe, bis hin zur Vollendung, habe ich 6 Jahre gebraucht. Gut, jetzt bin ich fast bei 2400 Folgen, ja. Aber da siehst du mal, ich habe viel, viel, viel zu lange gewartet, was im Nachhinein natürlich wieder völlig bescheuert ist, ja. Wo könnte ich heute schon stehen? Ich könnte heute bei 5000 Folgen sein. Das muss es dir echt mal geben, ja? Und ich habe rumgetrödelt. Also, was lernst du daraus? Hör auf, rumzutrödeln. Bring die Dinge zu Papier. Hau die Dinge raus und dann passieren in der Tat magische Wunder. Ich liebe einfach Magie. Magie der großen Zahl. Das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich mache immer aus allem eine Serie. Das ist leider das, was ganz viele Menschen vergessen, ja. Viele Menschen sind immer der Meinung, ja, ich fange jetzt mal ein bisschen an, ja, ich werde es jetzt mal ein bisschen machen. Und was natürlich einfach fatal ist, wenn man dann immer anderen die Schuld gibt, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist somit die perverseste Nummer, die du als Mensch fahren kannst, ja. Ich habe erwartet und das hätte so und so, so und so. Was sind das für arme Menschen, die so daherkommen? Also es tut mir wirklich leid. Das ist so ein Armutszeugnis. Ich habe erwartet. Hör doch einfach mal auf mit deinen scheiß ewigen Erwartungen. Wie
kann man so dumm unterwegs sein? Weil von der Erwartung geht es gleich in die Enttäuschung. Also hör auf mit dem Kasperletheater, erwarte einfach nichts mehr. Ja? Guck mal, jetzt, wir haben glaube 12 Teilnehmer gehabt. Einige haben es jetzt gleich umgesetzt und einige, ja, ich habe es jetzt mal zurückgestellt und ja, ich kam noch nicht dazu und ja, es ist zu kompliziert und mir fehlt das und mir fehlt dies und mir fehlt jenes. Meiner Erfahrung nach wird dir immer was fehlen, weil dein Mindset schlecht ist. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, ja? Und wenn du ganz, ganz ehrlich bist an dieser Stelle, du könntest schon viel, viel, viel weiter sein in deinem Leben, ja? Viel, 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 viel weiter. Wahnsinn, oder? Wo könntest du schon stehen, wenn du all die Dinge getan hättest, die du hättest tun sollen, ja? Du würdest hier in einer komplett anderen Welt leben, aber du hast es halt nicht getan, ja? Ja, und jetzt gib nicht anderen Menschen die Schuld, ja? So ein billiges Drecksspiel, immer Schuldige zu suchen, warum etwas nicht funktioniert hat. In dem Moment, wo du die Verantwortung übernimmst für dich und dein Leben, bist du einfach viel, viel erfolgreicher, du bist viel, viel glücklicher und du kriegst so unendlich viel bewegt. Und um das geht es in unserem Leben. Sei stolz auf dich, du bist absolut großartig, du bist absolut sensationell und wirklich, wirklich, geh in einem ganz, ganz hohen Tempo vor. Wer in einem hohen Tempo vorgeht, hat viel, viel mehr Spaß, hat viel, viel mehr Freude. That's the life. So, was machst du jetzt mit dieser Nachricht? Ja, du kannst sagen, ja, hört sich ganz nett an, aber du kannst es auch mal mit deinem Leben vergleichen. Was könntest du alles tun, ja? Was hättest du schon alles tun können, ja? Frag dich einfach mal, und warum hast du es nicht getan, ja? Warum, 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 warum? Und wie lange willst du noch warten? Wie lange willst du noch warten, richtig, richtig erfolgreich zu sein? Ja, ich weiß, den meisten Menschen fehlt das, fehlt dies, fehlt jenes, fehlt. Den meisten Menschen fehlt so viel und die fehlt gar nichts. Dir fehlt einfach nur ein Tritt in den Hintern, dir fehlt einfach nur Durchhaltevermögen. Dir fehlt einfach nur endlich anzufangen. Anfangen wird belohnt, vollenden wird belohnt. Und nicht, ja, ich hab's vor, ja, ich werde das dann mal in Ruhe machen, ja? Also, meine Lieben, danke, danke, dass ihr mir hier zugehört habt. Freue mich auf euer Feedback, freue mich sehr, dass ihr den Podcast teilt. Und denkt daran, es gibt ein Leben vor dem Tod. Nutzt die Chance, sei dabei in Bad Dürkheim, sei dabei in St. Moritz. Da gibt es so hochwertige, coole Seminare, die deine Welt dermaßen verändern. Wenn du dein Leben nicht in deine Hände nimmst, wer soll es dann sonst machen? Geh jetzt auf www.kramri.de/seminare. Tschüss, bye bye.